Hier haben wir jetzt die trockene Spitze unseres Hauses im Glas, das Kietischer Grevenberg Riesling Trocken, erstes Gewächs. Wir sind stolz, dass wir im Rheingau wieder einen wirklichen Grand Cru haben. Vor 100 Jahren hatten wir schon diese großen trockenen Weine, die gänzlich auf Prädikate in der Angabe verzichten. Es sind natürlich in der Ausreifung, wenn man auf das Prädikatsystem schielt, trockene Auslesen. Aber sie heißen bei uns Kietrich Grevenberg Riesling Trocken, erstes Gewächs. Die Spitze. Weine, die über 20, 30 und mehr Jahre lagern können. Dies wissen wir, weil wir große trockene Weine bis 1937 bei uns im Keller haben, von den edelsüßen Weinen bis 1893. Und wenn ein Wein genug Gehalt hat und genug Stoff hat und auf alle Fälle aus einer kerngesunden Traube gekeltert worden ist, hat er auch als trockener Wein diese lange Haltbarkeit. 2008 ein klassisches Jahr, sehr reifes Lesegut, sehr gesundes Lesegut. Wir sind mit diesem Wein unglaublich zufrieden. In der Vertikale haben wir diesen Wein schon verkostet und wir sehen ihn als einer unserer besten trockenen Weine, die wir je in unserem Weingut ernten konnten. Deshalb, weil er neben dem Stoff, neben der Kraft auch diese Eleganz, diese Finesse, diese Mineralität mitbringt. Diese Weine werden natürlich zu einem großen Anteil im Holzfass schon vergoren, im großen Holzfass, im alten Holzfass. Wir wollen keine Holzkomponenten diesen Weinen geben, aber sie sollen diese gewisse Mikrooxidation haben, weil wenn Weine diesen Stoff und Gehalt haben, dann brauchen sie zur Öffnung zusätzlich immer eine gewisse Oxidation im Fass. Das macht sie dann sehr lange haltbar und das macht sie auf alle Fälle auch trotz der Haltbarkeit schon nach 2, 3 Jahren sehr, sehr gut trinkfähig. Obwohl auch heute schon der 2008er, ich bin mir sicher, wir würden nicht nur eine Flasche zusammen trinken, sondern auch mehrere. Sehr zum Wohl.